Es war ein ganz, ganz knappes Spiel. 2-1. Das kann sich... Scheiße, wollte ich gar nicht. So. Und zwar wollte ich wieder Boateng als Ersatzspieler reinstellen. Und dann passt das schon. So. Cech als Elfmeterschütze passt. Gut, 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 gut. Ja. Was ist denn los? Ich hab die doch eingesetzt. Was wollen die jetzt von mir? Verstehe ich nicht. Egal. So. Die beiden beobachten. Nee, brauchen wir gar nicht. Ja. Ja, das ist lange her. Thiago Contento, was wollen die denn? Und tschüss, Theo. War eine schöne Zeit. Ich wünsche dir viel Glück. So. Aufstellung wird halb bestehen bleiben. Ich mache mal im dritten Trikot. In dem blau Champions League Trikot. So. Athletic Bilbao spielen wir sogar. Also das ist der Ex-Club von Javi Martinez. Das lassen wir auch natürlich auch spielen. Mit Thiago und Müller wird man jetzt so, jo. Und ich denke mal Bartsch durch. Ich will mal ein bisschen Boateng, ein bisschen overbringen. Sozusagen. Ist auch da ist, dass ich sage, nee, er ist kein schwacher Spieler. Und beim nächsten Match, denke ich mal, könnten wir mal wieder auf die Youngsters, Heuberg und so, die würde ich mal wieder einsetzen. Und die Neuzugänge kriegen auch mal so ihr Startelfdebüt. Also nächstes Spiel wird relativ rotiert. So. So, jetzt versuchen wir das hier mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Komm. So. So, und jetzt. Und, jawohl. Ja, okay, lass mal rein. Scheiße. Egal. So. Und den kriegen wir auch locker. Und. Nein. So. Okay. Scheiße. Nee, das darf nicht passieren. Nee, dann kriege ich die Bälle nicht. Oh, den geht er noch so rein. So. Nee. Scheiße. Ich fliege auch unnötig teilweise. So. Aber. Oh, scheiße. Und schaffen wir es. Jawohl. Schafft. Und. Ja, 22.579. Mein Rekord war 23.495. Und damit können wir das Spiel auch mal starten. Damit kann man ja zufrieden sein. So, ein schönes Spiel wird es, denke ich mal, allemal. Mal sehen, wie gut Thiago in Form ist. So. Nach seinem Sinusmosebandriss, der sich hier im Let's Play nie gezogen hat, aber im Real Life ja schon. Und, schade, Ribéry. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass Ribéry extra verschlechtert wird. Ich verstehe das teilweise nicht. Und jetzt. Weil irgendwie bei jedem anderen Spieler komme ich durch, mit ihm nicht. So, aber egal. Ist ja nur so ein Fantasiegedanke. Ich denke mal, das ist nicht so die Realität. Und jetzt, oh ja, Flanke, nein, abseits. Oh ja, abseits. Und jetzt. Boateng. Und jetzt wieder Alaba. Thiago, Ribéry.
Und ja, schönes Zusammenspiel. Thiago. Oh, Thomas. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt, ja. Philipp Lahm. Gut. Und da ist noch ein Peter Cech dazwischen, der ihn noch wegfaustet. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und what the heck machst du denn da, Harvey? So. Und ja, schön. Und da steht ein Thomas Müller. Und da steht ein Harvey Martinez. Der irgendwie den Ball vertaddelt. So, aber immerhin steht es ja noch 0-0. Also, wir liegen noch nicht zurück. Und ja. Oh, nein. Verdammt. Okay, so geht's auch. So, ja. Und. Nein, 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 nein. Oh, wieso legen wir wieder zurück, ey? Ist das scheiße. Muss ich mal wieder mit dem Rückstand rumlaufen, ey? Hab ich keinen Bock. Das ist das dritte Mal jetzt, glaube ich. Nach dem Spiel mit Stuttgart. Zumindest in der Aufnahmesession, können wir mal sagen. Ich lag in der keinen in dieser Aufnahmesession kein einziges Mal vorne. Ey, ich hab keinen Pass gemacht. Was soll die Scheiße? Mein Controller leer. Nö, voll. Ja, was soll die Scheiße? Ja. Oh. Oh ja. So, und jetzt. Sehr schön, Javi Martinez. Und. Sehr schön. Ja. Ja. Und. Nein! Die Flanke hat doch nicht geklappt. Ich wollte irgendwie nur eine Flanke hinkriegen. Mandzukic macht irgendwie einen Kopfball und dann ein Tor, aber nein. Wir müssen weiter mit einem Rückstand rumrennen. Auch wenn man leicht errechenbare Fehler erkennt, die man leicht kriegen kann, aber leider nicht so der Fall ist. Und ja, jetzt. Nee. War doch kein Foul, ey. Auf zu labern. Ja, das könnten wir so machen. Ich bleib so da, ja, ja. Ey. Was soll die Scheiße? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was soll das? Nein. Ey, das darf nicht wahr sein. Ich hatte kein Bild. Ich hatte kein Bild. Und ich habe auch... Ey, das ist doch behindert. Jetzt sehe ich nicht ein. Ey, das ist echt behindert. Bei mir hat es auf einmal der Fernseher gewechselt in den also in den EST-Modus. Und das war halt mein Receiver. Und der macht ja um die Zeit, um 2 Uhr morgens ein Update, da konnte ich nichts mehr machen, ey. Ey, das soll doch. Das ist doch nur Scheiße hier. Ey, ich überlege echt neu zu starten. Also einfach mal zum ersten Mal meine Konsole einfach ausschalten und neu machen. Aber ich zieh mal ein bisschen durch. Vielleicht. Ja, 3-0, ja. Das denkst du, ne? Dumm ist das denn, ey? In dem Zerfall könnte ich meinen PC rausschmeißen, aber das mache ich lieber nicht. Weil der PC, der hat ja auch einen gewissen Wert. Also für mich zumindest. Der ist ja immens wertvoll. Meine Eltern würden bestimmt keinen neuen kaufen. Und das riskiere ich nicht. Wer ist mein Geld? Ja, komm, kaufst du einen neuen? Okay, das würde ich glaube ich selber nicht machen, dann willst du ja noch weniger tun. Und ja, also naja, jetzt ja, 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 Flanke, 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 mhm. Alter Maul, nix hier Elfmeter. Aber Verletzung ist mir egal. Ist nur Bestrafung hier. Ey, was ist das für eine Ballkontrolle teilweise? Ich
momentan echt wütend wegen diesem scheiß Bildfehler. Ein 1-0 noch hinzukriegen, das ist nicht so schwer. Das ist eigentlich möglich, aber immer noch auf so eine Art noch ein 2-0 kassiert. Also 2-0 ist ja noch schwieriger. Ich könnte echt ausrasten. Ich könnte ausrasten, ey. Glaubt ihr mir nicht. Und wegen so einem Scheiß, ey. Ja. Okay, schon mal gut geklärt. Passt. So. So. Ja, jetzt können wir so ein Dribbling machen. Sehr schön. Ja, ich bin auch leicht angepisst, also nicht wundern. Oh, gute Chance, Müller. So. Ey. Jetzt schon wieder. Soll die Scheiße. Jetzt habe ich ja nicht. Oh, zum Glück habe ich wieder auf Pause. Zum Glück konnte ich diesmal auf Pause drücken. Was habe ich eigentlich davor gedrückt? Ich habe doch eigentlich auf Pause gedrückt. Oder habe ich diese PSN-Taste gedrückt? Ich weiß es nicht. Muss mir eine Aufnahme anschauen. Aber das war eine verdammte Scheiße. Die Chance krieg ich noch. So, jetzt Flanke, Mandzukic, ja, ja. Wieso so weit zentral, ey? Da könnte ich kotzen. Und kriegen noch einen Applaus. Der Applaus haben die noch nicht verdient hier, die Schweine. So. Nee, hat nicht meine Aufstellung. Toll. Ist das denn? Ja, so war die Aufstellung. Sehr schön. Formation. 4-2-4. Kader. Lassen wir so alles bestehen. So. So gibt es ja noch die Lösung. 4-2-4. Sonst wäre ich ja komplett aufgeschmissen. So. Und ja. Vielleicht werden manche jetzt sagen, ja, warum hast du solche Leute verpflichtet? Warum solche? Sind auch schlechte Spieler. Ach, scheiße. Also, ich kann jetzt keinen Gareth Bale verpflichten, der ja hier noch bei Tottenham spielt, der einen Wert von 60 Millionen hat und ich ihn ja wahrscheinlich auch nicht kriegen werde. Weil die sagen, nee, ich will noch mehr, ich will 100 Millionen oder so, dann sage ich, nee, könnt mich mal. Weil so viel gebe ich garantiert nicht aus. Auch wenn Bale zu meinem Zeitpunkt momentan sehr gut spielt, aber ich glaube 100 Millionen sind da nicht, glaube ich, nicht wert. Auch wenn Real Madrid den wieder reinkriegt. 2-1 steht schon mal, das ist schon mal immer etwas. Also, ich sage jetzt meiner Meinung nach steht es 1-1. Also, das Tor für mich zählt nicht. Meiner Meinung nach. Aber immerhin versuche ich das Beste daraus irgendwie zu machen. Und ja. Oh, jetzt täuscht noch eine Verletzung vor. Kein Mitgefühl. Hier zeige ich mal kein Mitgefühl. Na gut, okay, faulen will ich jetzt nicht wirklich. Nee, komm. Das muss nicht sein. Ja. Das war ein blödes Foul von mir. Und ja, ich muss mich in die Mauer reinschmeißen. Komm. Oh mein Gott. Das ist ein schönes Tor. Alter. War der genial getreten. Respekt. Alter. Oh, aber warum? Wir haben gerade das Tor geschossen. Dann. Ah. So, jetzt. Ja. Oh, nee. Frank macht gerade das Tor und dann verliert er den Ball. Ich weiß nicht. Frank ist gerade nicht in Form. Der Frank ist nicht in Form. So. Jawohl. Jawohl. Passt doch. Müller. 3-2. Oh Mann, das wären noch spannende 30 Minuten Spielzeit.
Aje, das wird spannend. Das wird spannend, Leute. So. Und ja, gut. Und jetzt Robin. So, oh, 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 oh. Und jetzt Müller, nein. Oh ja, hau ihn weg. Hau ihn weg. So. Und jetzt nochmal rüberschmeißen zu Lahm. Der leitet ihn nicht so schön weiter, wie man sich's erhofft hat. So, und jetzt. Ja, schön, Thiago. Ah, schade. So. Nein. Schade. Und jetzt Konter. Martinez. Und Robben. Und Robben. Und Robben. Oh, nee. Was für eine Chance. Also meiner Meinung nach steht es immer noch 2-2, ne? Also so zur Info für mich. Auch wenn da oben was anderes steht. Für mich steht es immer noch 2-2. Und ja. So. Oh Mann. Oi, das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist doch unmöglich. Ey, in solchen Fällen. Ey. Jawohl. Wir kommen immer wieder ran. Aber das kann nicht sein. Das ist doch unmöglich. Vier Treffer. Ein kurioses, ein unfaires, ein schönes und das Führungstor. Und wir machen ja auch noch so ein cooles Modeltor, ey. Mein Gott. 3-3. Und jetzt mal ein Zukic. Jawohl, 4-4. Sehr schön. Hat sich Müller verletzt? Hat sich verletzt. Auch nicht mal ein Zukic. Nein, er kann wieder. Oh. Geht schon. 4-4. Das ist doch mal ein spannendes Testspiel. So. Und jetzt Müller. Ribéry, sorry. Oh, ey. Also, dass ich Müller mal heute eingesetzt habe, war nicht schlecht. Und 4-2-4. Auf dich ist immer Verlass. Nein, ich werde nicht immer so spielen, weil... Da müsste ich dann immer Müller einsetzen, weil Müller ist für mich der... Beste und jetzt steht's 5-4. Leute, 5-4? Ein bisschen heftig, oder? So. Jetzt lassen wir Thiago raus. Und setzen Toni Kroos ein. Und das wird auch der einzigste Wechsel bleiben. Weil nächstes Spiel wird ja sehr, sehr stark rotiert. Oh. Trotz unfairer Tore haben wir das Spiel noch gedreht. Also, natürlich ein unfaires Tor, muss man sagen. Ein kurioses. Und ja. Und, oh, Alaba. David Alaba. Schön geklärt. Brutal reingegangen. Aggressiv genug. Und ja. So. Alaba. Nein. Oh, scheiße. Lücke auf. Und Lahm. Weltklasse. Und Peter Cech. Der heute leider einen rabenschwarzen Tag hat. Weil er so viele Tore abgekriegt hat. Jetzt alle nach hinten. Und was war das denn? Ja. Und jetzt... Schnell nach vorne. Ah, schade. Hat doch nicht geklappt.
Und. Scheiße. 5, 5. Also ihr wisst schon, was meiner Meinung nach der eigentliche Endstand ist, ne? Wäre dieses Tor nicht passiert. Mit dieser scheiß Bildfehler. Ey, gibt's kein... Oh, klasse, Boateng. Boateng, Alter. So, und jetzt... Ja, Boateng, nicht übertreiben. So schnell ist Ribéry auch nicht. Er ist immerhin 30. Jung, jung, jung. Das nenne ich mal ein Spiel. Auch wenn ich mich aufregen könnte über das zweite Tor von De Marcos. Das höre ich mir noch. Ich glaube, ich habe die PSN. Also, was trägt Ribéry? 7,0. Ja, 8,4. Okay. Okay, so sehen die Bewertungen aus. Ein ganz, ganz kurioses Spiel, muss man sagen. Relativ kurios. Das muss man dazu sagen.